Als im Derby gegen den FSV Frankfurt Dennis Hussein Basic nach etwas mehr als einer Stunde hier trifft, steht endgültig fest, er ist der Man of the Match. Ja, kann man so sagen, aber es war eine gute Teamleistung. Wir als Team haben funktioniert und dass ich dann am Ende 3 Tore mache, ist natürlich schön, aber der Sieg war wichtiger. Aber der Reihe nach. Zum letzten Regionalligaspiel der Saison ist der FSV Frankfurt zu Gast auf dem Biberer Berg. Die große Brisanz bietet das Derby nicht. Der OFC kann nicht mehr aufsteigen, der FSV nicht mehr absteigen. Aber die Kickers wollen das Spiel als Generalprobe für das Hessen-Pokalfinale am kommenden Wochenende nutzen. Deshalb finden auch keine Verabschiedungen statt, mit einer Ausnahme. Pressesprecher Lars Kissner hört nach seinem Herzinfarkt aus dem Dezember zum Saisonende auf. Zurück zum sportlichen Teil, dass Reto Ristic das Spiel ja zum Test für das Pokalfinale gegen Steinbach erklärt hat, lässt er Tunay Deniz, der kommenden Samstag gesperrt ist, auf der Bank. Zudem sitzt im Vergleich zur Begegnung in Stuttgart Florent Bojay nur auf der Bank und Rafael Garcia fehlt verletzt. Dafür beginnen Davut Tuma, Osarenren Okungbowa und der nach Gelbsperre wieder spielberechtigte Philipp Hosina. Wir starten mit einem Offenbacher Eckball in das Spiel. Serkan Firat bringt den Ball herein. Vor dem Tor herrscht Unordnung, doch dann kann sich der Gast aus Frankfurt befreien. Die Szene aber noch nicht zu Ende. Serkan Firat hat erneut die Kugel und macht sie wieder heiß. Da prallen aber Endres und Zieliński zusammen. Der Schiedsrichter entscheidet auf Stürmerfoul. Sebastian Zieliński bleibt erst leicht benommen liegen, kann dann aber weiterspielen. Die Kickers machen nun aber Druck und zeigen, dass sie auch dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Paul Milde auf Hosina. Und hinten ist es dann Davut Tuma mit dem Abschluss aus spitzem Winkel. Der engagierte Davut Tuma, der seine Chance in der Startelf scheinbar nutzen will, holt dann einen Freistoß raus. In Abwesenheit von Tunay Deniz probiert es dann Paul Milde. Zwar nicht schlecht, trotzdem aber knapp vorbei. Die Kickers stellen die Gäste aus Bornheim dann aber direkt zu. So haben diese Probleme hinten raus zu spielen. Den Rückpass erläuft sich Philipp Hosina. Der sucht dann den freien Mitspieler und findet butterweich Hussein Basic. Tor und Offenbach geht hier mit 1:0 in Führung. Für Dennis Hussein Basic ist es das zweite Saisontor. Das letzte Mal hat er Ende Oktober vergangenen Jahres gegen Aalen getroffen. Hier wurde er mustergültig bedient und musste nur noch einnicken. Und auch in der Folge bleibt die Mannschaft von Sreto Ristić das spielbestimmende Team. Der Ball kommt erneut zu Philipp Hosina. Der flankt wieder gut. Bocic mit dem Kopfball. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Fast das 2:0. Die Intensität bleibt danach hoch. Alle Spieler wollen sich für das Finale empfehlen. Hussein Basic auf Okungbowa. Der auf Hosina und der direkt auf Tuma. Die nächste Chance im letzten Moment rettet da ein Frankfurter. Die Gäste versuchen zwar dagegen zu halten, kommen aber kaum zu Chancen. Auch diesen Eckball pflückt David Richter herunter und schaut dann direkt, wo der freie Mann steht. Will das Spiel schnell machen. Sein Ball landet dann auf dem linken Flügel bei Davut Tuma. Der hat viel Platz, kann flanken und findet Hussein Basic. Und wieder ist das Ding drin. Dennis Hussein Basic erhöht kurz vor der Pause auf 2:0 und schnürt so seinen Doppelpack. Zweimal hat der 20-jährige Hussein Basic mit dem Kopf zugeschlagen, wird hier aber auch dafür belohnt, dass er sofort nach dem gegnerischen Eckstoß mit nach vorn geeilt ist. Und noch immer ist nicht Pause. Nochmal die Kickers. Serkan Firat auf Paul Milde, der in den Rücken der Abwehr auf Okungbowa. Der trifft die Kugel aber nicht richtig. Und so bleibt es beim 2:0 zur Pause für die Kickers.
In den zweiten Spielabschnitt starten wir mit einem Freistoß für den FSV Frankfurt. Dusan Çomut schlänzt den Ball über die Mauer, aber auch am Tor vorbei. Danach ist es wieder der OFC, der nach vorn spielt. Wieder geht es über Serkan Firat, der Paul Milde mitnimmt. Dessen Hereingabe legt ein Frankfurter perfekt für Hosina ab. Das muss eigentlich das 3:0 sein. Eine Riesenchance. Danach wechselt Ristić doppelt. Für Tuma und Bocic kommen Lukas Hermes und Mike Vetter neu in das Spiel. Und nach der Flanke von Ronny Marcos ist es direkt Hermes mit dem Treffer. Jetzt ist es also soweit. Die Kickers stellen auf 3:0. Lukas Hermes erweist sich ein weiteres Mal als treffsicherer Joker und trifft nur 3 Minuten nach seiner Einwechslung per Flugkopfball. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wieder nur 2 Minuten später. Die Kickers kombinieren schön. Hermes auf Hosina. Der scheitert. Der Ball landet aber bei Hüseyin Basic. Und der macht das richtig stark. Wieder zappelt der Ball in den Maschen. Hüseyin Basic zum Dritten. Eine tolle Vorstellung des Kickers Eigengewächses. Solch ein Auftritt weckt natürlich Begehrlichkeiten. Der erste FC Nürnberg und der erste FC Köln sollen ein Auge auf Hüseyin Basic geworfen haben. Mit der sicheren Führung im Rücken versucht dann Sebastian Zieleniecki ein ganz wildes Ding, hat damit aber keinen Erfolg. Aber gleich danach besinnt sich der OFC wieder auf seine spielerischen Mittel. Philipp Hosina steckt auf Serkan Firat durch, der legt auf Hermes zurück, dessen Abschluss kommt dann allerdings nicht auf das Tor. Beim FSV stehen in Endres, Hörst und Garic 3 ehemalige Offenbacher auf dem Platz, während Daniel Endres als Torhüter bislang viel im Fokus steht, konnten sich die anderen beiden wenig zeigen. Hier ist es Felix Heim, Richter hat den Ball sicher, die Kugel wäre aber ohnehin nicht auf das Tor gekommen. In der 78. Spielminute darf sich dann Dennis Hüseyin Basic seinen verdienten Applaus abholen. Er verlässt den Platz und für ihn kommt der 18-jährige A-Jugendspieler Almin Mesanovic. Wir gehen dann direkt in die Schlussminuten. Tunay Deniz ist inzwischen auch für Philipp Hosina im Spiel und hat diesen Freistoß selbst rausgeholt und führt auch selbst aus, aber ohne Erfolg. So bleibt es, wie schon im Pokal-Halbfinale beim 4:0-Erfolg der Kickers, die somit die Generalprobe für das hessische Pokalfinale erfolgreich gestalten konnten und mit einer Siegesserie von 3 Spielen aus der Saison gehen. Jetzt hier noch die Stimmen zum Spiel. Also ich finde, wir waren auf jeden Fall die klar überlegende Mannschaft. Wir haben es sehr, sehr gut runtergespielt, unsere Torchancen genutzt und deswegen würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall ein verdienter Sieg ist. Also ich bedanke mich auch beim Trainerteam, das ist auch eine gute große Anerkennung, dass ich hier meine Spielzeit bekomme. Ist nicht normal, als junger Spieler so viel so Einsätze zu bekommen und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich hatte ja schon meine Einsätze, von daher die Nervosität und so weiter war jetzt nicht mehr bei mir zu spielen. Es ist wie, als ob ich hier die ganze Zeit schon spielen würde. Ja, also wir haben alles Mögliche, was zu tun ist, haben wir getan, zusammen im Ärzteteam. Ja, und ich bin froh, dass es so gekommen ist und dass ich jetzt schon ein paar Minuten gesammelt habe. Aber leider habe ich es mir auch ein bisschen anders vorgestellt. So also meine persönliche Leistung lässt noch zu wünschen übrig auf jeden Fall. Ja. Generell zu Hause macht es natürlich Spaß und ja, unsere Truppe ist toll. Macht sehr viel Spaß, mit allen zu spielen und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ich fand es aus, unser bestes Spiel in der Rückrunde war, wir haben gekämpft, wir haben den Ball laufen lassen. Wie du es gesagt hast, war eigentlich alles dabei und ja, macht mich stolz. Die Fans geben natürlich eine enorme Kraft in jedem Spiel. Wir sind glücklich, dass wir sie haben, dass sie uns so anpeitschen. Und ja, es gibt eine sehr, sehr große Kraft. Ja, mit der Leistung können wir viel erreichen. Wir haben ja dieses Spiel als Generalprobe genutzt. Haben FSV auch ernst genommen, auch wenn es um nichts mehr geht. Und ja, nächste Woche wollen wir auf die Leistung anknüpfen. Eine gute Leistung wird kommenden Samstag auch sicher vonnöten sein,
Denn mit dem TSV Steinbach-Haiger wartet ein gefährlicher Gegner. Die Kickers wollen aber den Pokaltriumph und den damit verbundenen Einzug in den DFB-Pokal.